aus der Art und Weise, wie es gesagt wurde, aus der Betonung heraus, mir gedacht, dass es vielleicht manchmal für den einen oder anderen nicht so einfach ist, hier auch wirklich ernst und wahrgenommen zu werden. Ja, das unterschreibe ich gern. Und zu Recht übrigens. Geht es Ihnen wirklich so? Mir? Nein, ich kann mich nicht über mangelndes öffentliche Interesse beklagen. Das Parlament ist so ein bisschen ambivalent besetzt. Es gibt hier sicher gute Leute, das sind oft die Jüngeren und das sind oft die in den linken, grünen, sozialdemokratischen Parteien, manchmal auch in den Liberalen, nicht bei den deutschen Liberalen, aber da gibt es junge Idealisten, aber ein Großteil des Parlaments ist halt auch mit alten Betonköpfen besetzt. Und nicht immer sind sie so lustig wie Paul Rübig aus Oberösterreich, glaube ich. Ja, letztinnenster österreichischer Abgeordneter. Ja? Ja, ah ja. Also aber keine 40 Jahre wie Elmar Brocken. Da sticht Deutschland. Unser letzter Export war Otto von Habsburg, der war 20 Jahre für die CSU. Ah ja. Im EU-Parlament und dann ist er von Rübig vor 5 Jahren überholt worden. Wow, sauber. Nein, es gibt viele Leute, die nicht so Interesse für ihre Ideen oder für ihre politischen Überzeugungen herstellen können hier im Parlament und das ist auch ganz gut so. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.